Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play League of Legends 1 gegen 1. Ich hatte jetzt keinen Bock mehr alleine zu warten, deswegen habe ich direkt schon reingeschalten. Geil, müssen wir mal gucken, wer hier unten jetzt noch fehlt. Draven ist auch noch nicht fertig da, aber das richtig coole im Moment ist, ab jetzt ist der Teambuilder raus und das erleichtert natürlich für mich die ganze Sache Champions zu spielen, die mir, ja, geraten werden oder worum gebeten wird. Jetzt zum Beispiel haben wir Shogat im 1 gegen 1 gehabt, fanden den auch ganz gut. Und dann hat einer gesagt, oh, spiel den doch mal im 5 gegen 5 auf der Top-Lane. Und das kann ich natürlich jetzt, wenn der Teambuilder raus ist, und er soll ja auch draußen bleiben, viel einfacher machen, weil ich wirklich jedes Mal meinen Charakter kriegen kann. Auch wenn manchmal die Team-Selection vielleicht 5-6 Minuten dauert, aber ich habe diesen Charakter und kann dann damit auch ein paar Runden spielen. Weil zum Beispiel gerade habe ich schon eine Runde gespielt, aber da hat unser Team ziemlich hart gesakurinot und hat daher so heftig gefeedet. Ja, dass wir da, wir haben auf der Top-Lane gegen Wukong letztes Mal gespielt, ziemlich gut. Wir haben den outfarmed, konnte kaum was machen oben, lief für uns im Ganzen wirklich gut. Aber halt das restliche Team hat da wirklich nicht viel zustande bekommen, dass wir nach 20 Minuten surrendert haben. Schade, aber so kann ich jetzt wirklich den Charakter nochmal spielen und ich verschwende da nicht so viel Zeit durch wie sonst immer. Weil sonst ist es wirklich so, wenn ich irgendwas versuche, sagen wir jetzt mal Rengar im Jungle, den ich absolut nicht spielen kann, weil ich den nur damals gekauft habe, zweimal gespielt habe und seitdem nicht mehr. Ja, da brauche ich 3 Runden. Oder sagen wir, dann versuche ich 3 Runden aufzunehmen dann. Kriege ich den in 3 Runden einmal, ja, und in der sacke ich dann ab oder das Team ist schlecht oder so. Also habe ich dann 3 Spiele gebraucht, um eine Scheißaufnahme zu haben, weil ich den dann einmal nur meine Position bekommen habe. Und das ist natürlich dadurch wirklich, wirklich anders und das ist wirklich ein Dream. Ein Dream ist es. Und ich finde es geil. Soll bleiben, auf jeden Fall gegen wen. Wir sind gegen Yasuo oben auf der Double Lane. Bin ich ja mal gespannt. Ob wir, also gegen Wukong waren wir, haben ja im 1 gegen 1, haben wir ja gegen Rene gespielt, das hat super gut geklappt. Gegen Wukong gerade hat es auch ziemlich gut geklappt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Yasuo, wie der sich schlägt gegen uns. Wir können ja direkt auf Rüstung dann mehr oder weniger gehen, kaufen uns ein Frozen Heart oder so, dann macht der auch nicht so viel Damage. Gucken wir einfach mal, gerade habe ich die Maske gekauft am Anfang und dann halt so ein bisschen Mischmasch hinterher, weil ich ja versucht habe, alles aus dem Team da zu neutralisieren, aber es hat halt nicht geklappt, weil unser Team so scheiße war. Aber wir versuchen es jetzt nochmal und Bild gucken wir uns dann an, wie wir es von der Money Money her kommen, ne? Am Anfang level ich wahrscheinlich wieder den E, habe ich gerade auch gemacht, habe ich beim 1 gegen 1 auch gemacht. Finde ich ganz gut, klar, man pusht dadurch. Ever Jungle können wir eh nicht warden, keine Ahnung. So, da haben wir schon mal seine Passive getriggert. Oh lol, das war ein bisschen dumm von mir, da bin ich ein bisschen weit vorgegangen. Schmeiß einen Pot rein, er hat nämlich nur einen. Ich hab den, schade, hat er Glück gehabt, das hat er gut gemacht. Trank rein. Gut, die ganzen Creeps bekommen. Ihn zwar nicht getroffen, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben die Creeps bekommen. Ja. Ansonsten schmeiße ich jetzt nochmal. Lol, das war gut von ihm. Das war gut von ihm. Flash ich raus, Heiltrank rein. Fuck it. Das war ziemlich, ziemlich gut von ihm. Da muss ich aufpassen. Es war dumm, dass es von mir, dass ich den Kugel gelevelt habe jetzt am Anfang. Ich werde jetzt ganz am Anfang, ich kaufe eine Rüstung direkt. Ah, da habe ich schlecht gespielt, mein Fehler. Weil Yasuo ja die ganze Zeit durch die Gegend springen kann. Es ist ziemlich, ziemlich schlecht von mir, den Q zu leveln am Anfang. Weil ich einfach den Q nicht treffen kann gegen den. Das war wirklich ein sehr grober Fehler von mir, den ich hätte nicht machen dürfen. Egal, wir spielen einfach weiter gegen den. 11 Farm, das ist nicht so schlimm. Er hätte zwar, hat der First Blood gekriegt, der Wichser? Ne, ich glaube nicht. Dann ist okay, wir werden jetzt hier einfach weiter farmen. Vom Gold her sind wir da auch nicht so benachteiligt jetzt gegen ihn. Wir werden ihn einfach outfarmen dann. Mach die Stacheln einfach aus und freeze das jetzt hier. Dann soll er mal gucken, wie weit wir da kommen. Und wir haben ein bisschen den W, habe ich jetzt gelevelt, weil das war ein ganz großer Fehler von mir, dass ich den W nicht gelevelt hatte.
sondern den Coup. Das war wirklich ein dumm. Platsch, du bist so dumm. Naja, wenigstens wird Evel jetzt wahrscheinlich nicht oben ganken. Wenn er jetzt noch ein bisschen länger braucht, dann haben wir durch den Farm, den wir jetzt hier gerade bekommen, erstmal eine schöne Welle, gegen die er nicht kämpfen kann. Ich mache jetzt meinen W wieder an. Ja, deswegen, also den Q brauche ich nicht leveln gegen den. So, und jetzt wird er übermütig. Das ist schon mal ziemlich gut zu sehen, dass er jetzt ziemlich übermütig wird. Nice, da haben wir auch getroffen. Er geht, wenn ihr seht, ihr müsst mal drauf achten, er geht jetzt ziemlich aggressiv hier drauf. Ich hab keinen Mana. Ich hab keinen Mana, fuck it. Hatte aber Luck gehabt, dass ich da keinen Mana für den hatte. Naja, wenigstens haben wir da schon mal jetzt hier wieder was rausgeholt. Müssen jetzt gucken, schmeißen wir noch einen Trank rein. So, ich schmeiß einen Heiltrank rein. Versuche hier die Creeps ein bisschen zu blocken. Mach die Stachel aus, damit ich hier... Hallo, könnt ihr mal aufhören, die Kack-Creeps mich anzugreifen? Gut, Lee Sin kommt. Ich schmeiß noch einen Heiltrank rein. Hab da nochmal draufgehauen, damit... Wenn der Lee Sin den jetzt nicht trifft, ne? Ich hab keinen Mana. Nice. Komm, mach irgendwas. Slow sie. Slow die Bitch noch. Ich hab meine Ulti, Junge. Ich habe jetzt eben meine Ulti benutzt, damit ich einkaufen gehen kann und den Stack habe, bis ich wieder zurück bin, ist der Stackerino wieder ausgelaufen. Scheiße, die kommen nicht an den Tower ran, die Creeps. Das war ein bisschen unkoordiniert jetzt das Ganze. Egal, was kaufen wir uns? Wir kaufen uns einen Schuh, weil der relativ schnell ist und weil ich die Maske doch ziemlich geil mit dem finde. Kaufen wir uns ein bisschen Leben. Einen Heiltrank. Ja, wir bleiben jetzt erstmal so. Ah, ich hätte mal oben anpingen sollen, dass der Miss ist. Egal. Verliert er oben durch. Nice, weil jetzt kommen die Creeps nicht an Tower und die verliert er alle da oben. Hilf ihm doch! Lee Sin, du kleiner Wichser! Laufen, zacken, Braven, laufende Zacke! Jawohl! Nice! Ich weiß gar nicht, warum ich in die Mitte gelaufen bin. Scheiße, das ist natürlich jetzt dumm. Ich habe jetzt einfach eine You Go Top, Junge, You Go Top. So. Ja, okay, er geht doch nicht top, also haben wir nur hier in der Mitte schön gepusht. Geil, Free Gold, das war gut. Brauchen wir. Der Scrub hier oben, der ist relativ low. Komm, hol da noch was. Ah, okay, Kill gibt's nicht, aber Farm gibt es und der Tower ist beschützt. Evel ist da. Ich will die Creeps haben, deswegen laufe ich jetzt gerade hier so dumm durch alles durch von dem. So, ich stecke hier in den Creeps fest, bin zu fett. Ja, dann werde ich jetzt mein Bild auch umstellen ein bisschen. Jedes Creep, was wir bekommen, gibt uns Mana wieder, deswegen sollten wir da auch drauf achten. Ich will die Eve sehen. Ich kann gegen den aggressiv gehen, den kriegen wir gekillt dann.
Schade nicht gefressen bekommen, aber egal, tot ist tot. Gegen den haben wir eine viel, viel größere Chance, weil der sich nicht so schnell bewegen kann. Da treffen wir unseren Kuh immer. Also das ist für die kein guter Split jetzt, also kein guter Tausch gewesen, meiner Meinung nach. Da sind wir viel zu gut für den. Als Charakter her. Anpingen. Da ist eine Eve. Der stirbt, wenn der da nicht weggeht, stirbt der. Gut, das haben sie gut gemacht, dass der das Schild darüber gezwitscht hat. Das gibt's auf jeden Fall. Und gucken, dass wir was wir weiterkaufen dann. Bis jetzt geht's erstmal auf die Maske, weil der Yasuo in der Mitte bleibt. Oben gegen den kleinen Pillemann hier von Six, der hat keine Schnitte gegen uns. Da sind wir zu gut, haben jetzt gleich unsere Ulti wieder. Sollten vielleicht gleich auch mal benutzen. Wir werden vor allem zu tanky für den, meiner Meinung nach. Lee, ja, du solltest deine Sachen jetzt treffen. Gut, dass er da gedodged ist, aber er kriegt langsam ein paar Crits. Jetzt muss er weggehen, sonst ist er down. So, wir pushen einfach oben. Jetzt weiß ich auch, warum ich jetzt im Vergleich zu vorhin weniger Mana und so habe. Weil ich keinen Dorans mehr gekauft habe. Vorhin hatte ich nämlich noch einen Dorans-Kling. Ja, Triple Kill unten. Doch nicht. Okay, war nur der Tower. Weil trotzdem. So, Eve ist unten. Ein kleiner Zix kommt mit dem Damage klar, Junge. Ah, schade. Wollte ich genau, wo er den... Und vor allem, wir haben unseren Kuh ja gar nicht ausgelevelt, wenn wir den gleich auch haben. Dann wird es auf jeden Fall bei ihm... Schade, nicht getroffen. Nice, dass wir da getroffen haben. Ich habe in 60 Sekunden Ignite, dann könnte ich ihn wieder töten. Ist ein bisschen Mana schmeiße ich da rein. Es ist ein Mist in der Mitte, aber der Yasuo ist unten. Ich push hier direkt wieder ran, damit er am Tower schön versuchen kann zu farmen. Sollen natürlich gucken, dass wir unsere die ganzen Creeps bekommen. Nice, jetzt sind wir gleich nächstes Level, dann können wir den Kuh nochmal leveln. Gibt jetzt auch wieder mehr Damage. Pushen hier wieder. Also es läuft ganz gut gegen den. Hallo? Kann der Auto-Attack auch mal kommen? Ich habe in 10 Sekunden Ignite. Ah, der... Egal, den haben wir. Es war mir klar, dass die Evelyn kommt. Nur ich hatte das Ignite nicht früh genug. Da waren 3 Sekunden Cooldown. Sonst hätte ich einfach sofort Ignite und den gefressen und könnte dann weglaufen. Das war echt mega knapp für den, dass unser Ignite 3 Sekunden da hatte. Bis das gekommen wäre. Weil ich wusste, dass ich den nicht fressen kann vom Damage her. An die Barrier habe ich gar nicht gedacht. Aber... Ah, schade, schade, schade. Wirklich ein Mist-Timing für uns. Und ich weiß nicht, wir spielen jetzt oben wieder gut. Also wir haben gegen den Yasuo oben gut gespielt. Klar, ich habe da den Fehler gemacht, dass ich den falschen Spell gelevelt habe. Deswegen muss man auch mit manchen Champions auch darauf achten. Da gibt es nicht die Spell-Order, die gut ist, so, die man machen muss. So, ne? Immer Q-Maxen. Sondern man muss gucken, in welcher Situation man gerade sich befindet. Und da ist es bei mir oben gerade ziemlich scheiße gewesen, den Q zu leveln. Haben wir eingesehen? Egal. Können wir nichts anderes machen jetzt. Ulti würde ich jetzt gerne mal ein bisschen leveln. Ich werde die jetzt gleich direkt zu fressen benutzen. Jetzt kick, 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 kick. Er hat keine Ulti. Er hat die Ulti. Er hat die Ulti und benutzt sie nicht. Okay. Push jetzt hier durch, weil der Six in der Mitte ist. Auch wenn ich dadurch jetzt hier den ganzen Farm verliere. Ich Pfosten. So. Soll da verteidigen gehen. Es war oben klar, dass die Eve kommt, weil der Zix auf einmal aggressiv gegangen ist.
Also das merkt man dann schon. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Freiraum. Deswegen hole ich mir erstmal hier die Creeps. Und jetzt hauen wir hier weiter auf den Tower. Vom Damage her sind wir ziemlich gut unterwegs. Vor allem, wir werden jetzt auch tanky, weil wir die Ulti auch gleich wieder benutzen werden für einen Creep. Ich werde jetzt hier die nächste Wave auch noch nehmen, denke ich. Ah, okay, ich will nicht gegen, ich muss gegen, ich habe keine Rüstung bis jetzt gegen den und der hat jetzt, und auch kein Leben, damit wir seine Crits da aushalten. Deswegen sollten wir da aufpassen. Wir haben die Tower. Komm nicht dran. Gut, ja, so noch Flash. Bin ich nicht rangekommen, weil da hingen wir irgendwie in den Creeps fest oder so. Zuo no Flash. Nice, wieder ein Double Kill da unten. Schmeiß hier die Flasks rein. Ich will mal eben meine Ulti-Eimer noch machen. So, einkaufen könnten wir jetzt gleich. Sollen da aufpassen. Ich push hier oben, weil die da in der Mitte was machen. Gut, die spielen in der Mitte jetzt endlich mal ein bisschen besser. Ich dachte jetzt schon, wir verlieren die Runde wieder so doof, nachdem wir jetzt hier oben so gut gespielt haben. Ich gehe in eine Base. Wir haben gut Gold. 1200 können wir auf jeden Fall uns die Anti-Stun-Schuhe kaufen. Ich glaube, die will ich auch haben. Ja, ich will die Anti-Stun haben, glaube ich. Ja, jetzt ist eh gekauft. Als nächstes gehen wir... Frozen Heart, wo ist der Scheiß denn da? Komm, wir kaufen den Mana-Part hier. Komm da hin in der Mitte, ich werde da verteidigen helfen. Jetzt haben wir ein bisschen MR, haben wir jetzt, und jetzt geht es ein bisschen auf Rüstung, damit wir dem Yasuo da gut aushalten können. Ryalis hätte ich auch noch gerne. Schade, den Tower kann ich nicht mehr verteidigen. Weg ist er. Bam. Das ist das Geile mit Cho. Dass einfach solche Überraschungsangriffe manchmal auch ziemlich schnell nach hinten losgehen können. Indem man den einfach frisst. Nice, das sah geil aus. Wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen Farm mit. Oben der Farm, der stockt sich da ein bisschen auf. Zack, da haben wir den auch. Hab mal eine Flask reingeworfen, damit wir ein bisschen Mana bekommen. Wie viel bekommen wir denn? 6,5 Mana pro Creep. Ja, ist okay, ne? Wenn wir jetzt hier die ganze Wave mal eben clearen ohne Mana, dann haben wir auch wieder gut was im Sack. Bam. Bam. Aber wir haben die Ewe gerade leider nicht durch unser Fressen bekommen. Deswegen werde ich das jetzt gleich wieder einsetzen, damit wir wieder Leben bekommen. Wir haben jetzt 3 Stacks. Ich hätte doch gerne die 6 Stacks fertig mal eben. Jetzt will ich es nicht benutzen. Der Zix geht mir gerade ein bisschen zu aggressiv dafür, dass der kleine Pimp hier oben ist. Deswegen haue ich jetzt ab. Wie viel kostet der Part hier? Na gut, den kann ich mir leisten. 59 kostet der. Deswegen gehen wir jetzt mal eben in eine Base, damit wir den schon mal haben. Ich ping hier oben mal im Miss an. Da. Wo ist denn der... Ah, da. Nice, wir gewinnen die Runde, Junge. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Am Anfang Missplay, aber egal, das haben wir gut aufklären können, wo der Fehler dran lag, dass wir da gegen den gestorben sind. Das war einfach falsch gelevelt. Letzte Runde zum Beispiel, als ich gegen Wukong gespielt habe, da habe ich zum Beispiel den E gelevelt. Und mit dem ziemlich gut klargekommen, weil der halt immer melee-mäßig ran musste. Alter, was hat der denn für ein Damage? Lol. Ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Alter, er geht da so durch. Wie viele Kills hat er denn? 11, okay. Mit 11 Kills kann man da auch so durchgehen. Aber dieser Crit, den er da reinhaut. Oder ist ja noch niemals bei dem Crit. Das ist einfach der Damage, den der Sack hat. Ich push jetzt oben heftig. Komm, hau drauf. Wenn er jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, er muss draufhauen. Wenn er jetzt nicht draufgehauen hätte, wäre er dafür gestorben. Nice, die Runde ist super gelaufen. Von uns...
ein paar coole Szenen drin gewesen. Also Shogat ist wirklich stark, man kann den weiterspielen. Was ich halt an Shogat ein bisschen vermisse, wäre halt, aber da wäre der einfach, dann wäre der mega, mega OP. Das wäre einfach untragbar. Dann, der bräuchte irgendwie einen Gap-Closer. Weil man doch manchmal da an die ganzen Leute nicht rankommt, aber das wäre natürlich ein bisschen zu unfair dann. Wie sieht's hier aus? Der Lee Sin, der ist auch ziemlich gut jetzt mittlerweile von den Kills her. 13 Kills, nice. Schade, nicht getroffen. Ich habe keine Ulti. Ich habe keine Ulti. 15 Sekunden. Lol. Ich habe in 5 Sekunden Ulti, ne? Ich habe in 5 Sekunden Ulti. Was habe ich denn hier für ein Mistiming? Das ist doch echt nicht mehr erlaubt. Das ist doch echt verboten, so ein Mistiming zu haben von den Spells einfach. Dass man da eine Sekunde Cooldown auf den Dingern jedes Mal hat. Sonst die Ever hätten wir da wieder killen können sonst. So übermütig, wie die da geworden ist. Wie viel Damage macht das Ding an den Minions? 1000. Okay, da müssen wir noch ein bisschen machen. Kann jetzt auch kein Mana mehr benutzen, jetzt habe ich nämlich nichts mehr. Zack, in der Base, unsere 6 Stacks haben wir damit. Zack, Q ausgelevelt. Eigentlich ganz gut, wie wir jetzt hier stehen. Kaufen jetzt hier, uns fehlt ein bisschen Gold. Ja komm, 20 Gold, die warten wir eben, bis unser Leben voll ist, haben wir die 20 Gold. Auch wie viel haben wir? 720 Leben dadurch. Level 16 gibt es dann da nochmal ein bisschen mehr Leben. Entschuldigung, kommt mir gerade mein Missfall erst ein bisschen hoch. Ah, zack, da. Jetzt sieht es gut aus. Wir haben hier Cooldown Reduction, haben wir dadurch auch, ne? Wie viel? 20%, das ist ziemlich geil für Choggy. Choggy Choggert. Haben wir den Drachen bekommen? Drachen haben wir auch. Sehr schön, unser Team spielt ganz gut. Mann, es war schon klar, als oben die Kate so aggressiv gegen mich gegangen ist, dass sie, dass die Eve kommen wird. Habt ihr dann auch genau beide mit dem Q getroffen? Es war schon ziemlich nice, aber halt wirklich diese 4 Sekunden wieder auf einem Spell, damit man da nichts bekommt, ist echt ein bisschen ärgerlich. Bam. Push hier. Mach Draven, jetzt komm, jetzt hau nicht ab. Mach hier den Tower weg. Das ist echt ein bisschen... Klar hat er die schnell geklärt, aber jetzt kriegen wir den Tower nur, wenn ich den tanke. Hier ist wer. Guck, wir haben die dadurch abhalten können. Ich muss Damage machen. Nein, es reicht nicht. Damn it. Der hätte nicht so weit weglaufen sollen, müssen, dürfen von mir, der Draven. Dann hätten wir da besser spielen können. Ich war aber, wir haben uns zu sehr voneinander gesplittet, als dass wir da was machen konnten. Aber die haben alle Ultis für uns benutzt. Also das Team kann hier ruhig jetzt mal was machen. Wir haben alle Ultis von dem bekommen. Wenn das nicht mal GG ist. So, als nächstes gibt's hier... Hab ja auch angegeben in der Team Selection, dass ich Tank spielen werde. Vielleicht gibt es gleich noch einen Ryalees oder so. Nicht so viel auf AP. Wir haben die Maske gekauft, das ist schon ganz gut. Vom Damage her ist auch ganz gut. Haben jetzt unsere Stacks hier verloren. Jetzt müssen wir die natürlich wieder aufholen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben da, wie viel haben wir da gekriegt? 3 oder 4 für 2. Ja, das ist schon ganz gut. Der Rest konnte da jetzt noch den Tower holen. Kriegt jetzt hier noch die Caitlyn. Nein, ein Hit noch. Bam. Nice. Perfekt. Pushen jetzt hier einfach weiter. Und Shogat? Ja, doch. Wenn einer den mag, spielen kann man den im Moment echt. Und wir hatten jetzt, sag ich mal, keine einfachen Gegner. Der Zuo ist im Moment ziemlich, ziemlich stark. Hier, wie heißt der? Six ist stark. Es war jetzt nicht so, dass wir da geschenkte Lanes bekommen haben. Meine Ulti.
Sind zu drei, also wir beide kriegen die auf jeden Fall da. Hätte das Ignite nicht benutzen sollen. Die FWF. Kann nicht tanken mehr. Die FWF wieder gefressen einfach. Ah, ich hau ab. Ich will nicht sterben. Ich will meine Stacks nicht noch weiter verlieren. Deswegen, wir hauen jetzt ab, wir haben jetzt wieder Gold, damit können wir unseren nächsten Stab kaufen für unser Zepter hier. Jetzt fang doch an, soll ich den Tank mit 300 Leben hier noch? Kleiner Penner. Jetzt tank den doch mal, du blöder Idiot. Zack, gefressen, haben wir den nächsten Stack. Wie viel kostet das Zepter denn jetzt? 1,8, willst du mich verarschen? Okay, das gibt auch noch Magic Pen. Ist schon OP. Jetzt hier mal ein bisschen heilen. Soll mir mal einer die Blue geben? Ich könnte die doch ganz gut gebrauchen, gell? Oh, lol, er hat sie nicht bekommen. Ganz, ganz. Hat er doch? Lol. Nice. Will gar nicht daher, weil ich in den Base will. So, dann sammeln wir jetzt noch ein bisschen Gold für unser Zepterino. Und unsere Blue, damit können wir jetzt ganz gut farmen, aber das, wir kriegen das mit, doch, das reicht, wenn ich dann in eine Base gehe, dann haben wir das Gold zusammen. Das gibt ja hier 70 und bis wir dann in der Base sind, das passt schon. Zack, 20 Gold, bis wir in der Base sind, sind es noch 10. Dann können wir auch noch warten, bis unser Leben und Mana voll ist. Das passt schon ganz gut. Haben wir doch das Gold zusammen direkt für das Zepter. Haben wir auch mehr Magic Pen. Nein, es ist zu Ende. Ich will das Zepter noch haben. Jawohl. GG. Also richtig coole Runde eigentlich. Wir haben am Anfang misplayed, aber das ist schon in Ordnung. Kann ja nicht immer perfekt spielen. Haben wir jetzt am Ende auch noch gewonnen. Wir haben die Lane auch quasi gewonnen. Die kann man jetzt nicht so zählen, weil die da gewechselt haben immer hin und her. Aber den Zix oben haben wir auch direkt erstmal gefressen dann. Also, Shogat spielbar, kann man machen, sollte da mal ausprobieren, ist auf jeden Fall spaßig. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao, Leute!